Tower, Moin, Delta Golf, ne Papa Alpha, Holding Golf, Holding Point, Retreat, ready for departure. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Fuel Pumps, Landing Lights, Car Flaps, so Speedling an, Engines green, und los. Das war unprofessionell. Geht schon. Okay, dann. Hallo, Servus. Wir fliegen ja jetzt zu Sag die Wahrheit, einer Show, bei der wir beide partizipieren. Und dadurch kennen wir uns ja auch schon ganz lange. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn du bei Sag die Wahrheit bist, sagst du immer, das ist wie Urlaub für dich. Ne? Arbeitsurlaub. Das ist Arbeitsurlaub. Ja, eigentlich. Arbeits kann man auch in Anführungszeichen setzen, ja, an der Stelle. Ja. Cool. Ich habe jetzt gar keine Pilotenbrille dabei. Ich glaube, ich habe eine für dich. Cool. Fällt mir gerade ein. Ich habe so ein paar abgegriffene im Cockpit rumliegen. Hast du da schon als Kind davon geträumt? Fliegen fand ich immer schon interessant. Wir sind als Band, als wir anfingen populär zu werden, haben wir ganz viele Doppelaufträge immer auch nur mit Privatfliegerei machen können, die irgendwo ein Flugzeug und einen Piloten gemietet haben und der uns schnell irgendwo hingeflogen hat. Und da waren wir immer mehr so auf Plätzchen, auf Flugplätzen. Oder sind wir so kleinen Maschinen rumgeflogen. Ich fand das so cool, wie die Piloten da vorne so die Knöpfe bedienen, dieses Puzzle lösen. Man könnte sagen, das wollte ich auch. Und dann fing ich an damit. Und im ersten Moment, in dem ich in Uetersen am Haseldorfer Marsch über die, mit so einem kleinen Flugzeug aus Alufolie und Knäckebrot über so eine Bollerpiste abgehoben bin und die ersten Meter in die Luft das Ding in der Hand gehabt haben, auch schon mein Fluglehrer sagte, das war meine erste Flugstunde. Ich flieg das doch jetzt nicht. Noch sicher, Michi, wenn du hier die Brause reinschiebst, dann gib ein bisschen Seitenruder und flieg das Ding hoch. Und dann bin ich hier selbst geflogen. Und dann siehst du, wie die Sonne aufgeht und die Elbe und den Haseldorfer Marsch und der Flugplatz und der Wald. Und ich dachte, boah, ist das geil, warum hat das denn vorher keiner gesagt? Und seitdem bin ich total entflammt. Das war 2004 oder was, Ende 3. 2005 habe ich dann meinen Schein gemacht und dann bin ich ultraleicht geflogen, Kunstflugschein gemacht und später Instrumental Rating, habe eine kleine Maschine gekauft. Jetzt habe ich eine zweimotorige Maschine. Und flieg mit der alles, was geht, wenn es sich lohnt, wie gesagt. Ich mache jetzt das klassische Gesicht von Touristen, die ungeduldig sind. Weil vorne jemand gerade einen Kinderwagen eincheckt und ich weiß, dass es ins Sperrgut gehört. Ach so, jetzt habe ich mein Mikrofon hier dran, schön doof. Dabei bist du doch der Mikrofonprofessor, du musst sowas doch wissen. Hallöchen! Ein Flugzeug? Ja. Das kenne ich doch. Das ist ein Flugzeug. Ja, das ist mein Flugzeug. Hat das jemand rausgefahren jetzt? Das ist der schönste Moment, Mieter sein am Hamburger Flughafen. Ich habe angerufen, bitte rausstellen und voll machen. Yes. Und dann steht's da, ist voll gemacht. Ah, das sage ich mir abends immer zu mir selbst. Rausstellen und voll machen. So. Ein schönes Flugzeug. Wofür steht Skipper? Also, dieses Kennzeichen setzt sich folgendermaßen zusammen. D-Klar Deutschland, Delta. Ja. Golf, das ist, oft ist das E wie Echo. Echo heißt einmotoriges Flugzeug, Propeller, kolbengetrieben bis 2 Tonnen. Golf heißt zweimotoriges Flugzeug, zylindermäßig Ottomotor betrieben, unter 2 Tonnen. India Papa Alpha. Piper Aircraft, das ist der Hersteller, das hat der Hersteller irgendwann mal so angemeldet. Das ist mein Kennzeichen, meine Autonummer. Ah, okay, das ist ein Nummernschild sozusagen. Ja. Muss ich eigentlich hier auch dann so, wie die das bei dem normalen Einchecken des Gepäcks machen? So, nicht, dass nachher die Gänsejahrpastete in die Ölwanne fällt. So. Auch ein schönes Zitat. Ja. Da
das ist die Checkliste. Oh, das ist eine ewig lange Checkliste. Wie viel Zeit da steht drauf, das geht schnell. Da steht drauf, wo wir starten. Ja, ja. Das ist jetzt hier gerade. Und jetzt lies mal vor. Control Wheel. Ja, ist released. Released. Static System. Ist bereits gedrained. Propeller und Spinner. Alles okay? Das sind wir beide, ne? Ja. Magneto-Switches. Ist aus. Professor X-Switches. Wie bitte? Ah, nee, Entschuldigung, ich wollte alle von X-Men aufzählen. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts von dem, was ich vorgelesen habe, so richtig verstanden. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass du immer gesagt hast, check. Ja, auf geht's. Gut. Ich habe ja auch ein Lenkrad. Was habe ich denn da? Ein Steuerhorn. Das stimmt, ja. Aber jetzt aufs Flugzeug meine ich jetzt bezogen. Ja. Auch jetzt schon, vielleicht brauchen wir nicht, aber falls wir ihn brauchen, weil wir hier keine Druckkabine haben, werden wir jetzt schon Sauerstoff anlegen. Ich weiß, wie das aussieht und wie das wirkt, aber es ist wahr und es ist sicher. Wenn wir das nicht hätten, würden wir in Ohnmacht fallen? Würden wir gemütlich einschlafen, ja. Oh Gott, das ist überhaupt nicht beruhigend. Es gibt auch spektakuläre Unfälle, wo Leute tatsächlich eingeschlafen sind und dann fliegt das Flugzeug weiter. Und du kennst ja auch diesen einen, wie hieß der, diesen in Griechenland, der Unfall. Ach, das ist schrecklich. Ey, lass uns was anderes reden. Ja, okay, pass auf, das geht so. Du nimmst das Dingen und dann über die Ohren und dann hast du da hinten so ein Pinökel, dann kannst du es so ein bisschen anziehen. Okay. Und nicht zu fest, sonst tut das weh auf Dauer. Okay. Und dann nimmst du deinen Kopfhörer bitte. Ja. Und setzt ihn dann da drüber. Noch nicht voll, weil wir unterhalten uns ja auch noch. Okay. Jetzt machen wir die Mühle erstmal an. Yeah! Ich mag, dass du Han Solo-Begriffe verwendest. Yeah! So. So ein spannender Moment. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Das ist auch gut so. Tower Moin, Delta Golf, ne Papa Alpha, Holding Golf, Holding Point, Retreat, ready for departure. Seid ihr gut drauf? Yeah! Es geht los. The gear goes up. Ja, das fliegt. Das fliegt, ja. Du steuerst das wirklich selber, ne? Also ja, ich konzentriere mich aber nur hier drauf. Und da kommt, glaube ich, schon der blaue Himmel, kann das sein? Ja, es wird immer heller. Das ist jetzt ein wirklich wunderschöner Moment, der passiert. Yes. Guck mal hier. Flying through the air. Wie geil. Ich heiße Foto. Ich wusste es. Und das ist kein Sauerstoff, ne? Ja. Wundervoll ist nicht. So, guck mal, jetzt passiert das erste Manöver. Jetzt darfst du schon mal was machen. Guck mal, hier ist so ein Knopf. Den dreht man rechts nach links, dreht man diesen roten Dinger. Dann dreh doch mal jetzt auf 0 Grad. Diesen Knopf hier. Nach rechts dreh mal auf Nord. Schneller. Ach, anders. Achso, also, okay. Wo ist hier 0? Das reicht. Hier ist Nord. Also, guck mal, das Flugzeug. Achso, 0 Grad Nord. Achso, okay. Guck mal da. Oh mein Gott, was hab ich getan? Ich kann es wieder rückwärts machen. Ich will nicht schuld sein. Nein, alles in Ordnung. So, super. Jetzt fliegen wir die Departure Legs. Das ist ein guter Moment, meine Fliegerbrille aufzusetzen. Oh ja, du sagst es. Ich werde meine auch aufsetzen. Aber dann setzen wir sie natürlich gleichzeitig auf. Achso, willst du noch ein bisschen fliegen? Das wird die Gelegenheit. Was hast du hier? Pass an. Ja? Ich helfe dir ein bisschen. Jetzt leveln wir erstmal die Maschine und trennen sie ein bisschen aus. Die Füße brauche ich nicht, ne? So brauchst du nicht, nee. Aber geh mal ein bisschen nach rechts. Mach mal nach rechts. Mach ruhig mal ein bisschen kräftiger nach rechts. Oh. Ich bin ja hier. Mach mal ein bisschen mehr. Echt? Was? Und wieder nach zurück. Okay, und jetzt machen wir eine Kurve. Jetzt zurück. Oh Gott. Ja. Sehr gut machst du das. Oh, patschnasse Hände jetzt schon. Drück mal nicht das Wasser raus, hat er mein Flugzeug immer gesagt.
Vor allem jede Bewegung macht wirklich sofort. Es macht sofort Sinn. Ist das auch nicht, du hast, es ist sofort nicht mehr ganz so magisch. Man spürt quasi förmlich die Steuerseile, ja, an dem das alles hängt. Das machen wir wieder den Autopilot rein. Ist gut, du kannst loslassen. Den musst du vielleicht mal trocken wischen. Ja, kein Problem. Dann sehen wir mit dem Autopilot aus, dann macht als Warnung. Ja. Und damit schaltet man wieder an. Oh, oder auch aus. So sieht's aus. Guck mal auch diesen verrückten Himmel an übrigens. So Blumenquellwolken mit Stratuswolken abwechseln. Sitzt du dann manchmal hier drin in so einer Phase, wo du nicht so viel machen musst und sagst, wie geil ist das? Ich habe ein Flugzeug. Ja. Ich habe auch so was Irres wie, meine Güte, weißt du, wir fliegen hier in 5 Kilometer Höhe, gucken aus dem Fenster, aus einer Maschine aus Plastik und Draht und Schrauben, die man auch nur auf den Boden schmeißen könnte. Wenn sie aber schön zusammengeschraubt sind, kann man etwas machen, was gottgleich ist. Wir könnten fliegen und wir schauen hier runter und da unten haben die Menschen so viele Probleme und so viele Sachen und hier oben haben wir einfach den blauen Himmel. Und du hast Respekt vor der Technik, du hast Respekt vor dem Wetter, vor dem Wind und den Gewalten. Du bist trotzdem mit dem Menschen verbunden. Es hat so viel archaische Gefühl, das in mir auslöst. Und dann ist es auch noch gemessen an dem, was es ist. Meine Güte, das Ding kostet so viel wie ein Sportauto. Wenn man das hier neu kauft, komplett niegelnagelneu, mit komplett neuen Motoren und einer neuen, komplett digitalen Avionik, zahlt man dafür 1 Million US-Dollar. Ich habe es gebraucht aus einer Konkursmasse gekauft, von einem schwäbischen Flugunternehmen. Für 170.000 Euro, was echt ein unglaubliches Schnäppchen ist für ein Flugzeug, was zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt war. Wenn ich alt bin, verkaufe ich sie für 100. Das heißt, ich habe die ganze Zeit, über die 20, 25 Jahre, die ich fliege, 70.000 Euro ausgegeben. Das ist wesentlich billiger als jedes andere Auto. Ja. Und was habe ich? Gottgleichen Spaß. Ich kann fliegen, ich trinke arabischen Kaffee, trinke, esse französische Hörnchen und fliege über die Alpen, über Gletscher, die man mit dem Fuß nicht betreten kann. Das Ganze ist so Götter. Ja. Also, das hat deutscher Rap gemacht aus mir. Das hat diese bekiffte Musik gemacht, diese merkwürdige Musik über das Kiffen und Mädchen kennenlernen. Das, das hat mich dahin gebracht. Und wir sind schon noch auf dem richtigen Weg, ne? Gute Frage. Alle wollen wissen, deine Zuschauer wollen wissen, was muss man machen? Das ist eine Frage, die auch ganz viele stellen. Was müssen wir machen, wenn ich auf Toilette muss und wenn ich nicht anders kann? Dann ist die Antwort, das muss man machen. Und deine Fans sowieso und auch ich werden dich dafür lieben. Ich probiere mal, ich muss wirklich richtig arg. Ja, und es macht so Schmerz. Ja, du wirst dich so freuen. Oh Gott. Nicht, dass du einen bleibenden Schaden hast, also einen anderen bleibenden Schaden. Ich gucke jetzt mal, wenn ich hier so meinen Penis verdecke. Jetzt mach nicht so, man kann das alles wegblurren. Weiß jetzt auch nicht, ist das jetzt ekelhaft, was ich mache, oder cool? Kommt drauf an, was wir riechen müssen. Also pass auf. Es gibt Momente im Leben, da muss man ein Mann sein oder eben nicht, okay? Und das ist einer davon. Oh Gott, das geht nicht. Die Öffnung ist wirklich zu klein. Du musst noch ein bisschen, du musst es ein bisschen mehr hängen lassen. Hast du es getan? Ich krieg ihn nicht da rein. Ja, nein, du musst da rein. Du musst ein bisschen rein. Aber meine Spitze ist viel zu voluminös. Das ist etwas, was ich nicht von dir wusste. Und das freut mich für deine Freundin. Ich kann dir auf jeden Fall den Rat geben, das jetzt nicht mehr in den Mund zu nehmen. Bist du schon mal mit der Band hier auch geflogen? Also ganz oft fliege ich mit der Band. Das heißt, die sitzen dann da hinten? Oder wer da vorne sitzt? Tatsächlich hat jeder seinen Platz. Ja? Andi ist da hinten, Thomas ist da hinten und Michi ist hier vorne. Habe ich mir gedacht, dass Michi vorne ist. Ja, das ist auch so ein Vornesitzer. Der fliegt auch am meisten. Wir machen auch ja viele Jobs, manchmal für The Voice und so TV-Sachen. Wir haben mal eine Zeit lang Golf gespielt. Da haben wir auch schöne mit meinem kleinen Flugzeug auch schon gemeinsame Ausflüge gemacht. Sind wir auch schon geflogen mit der Bonanza damals, die jetzt ohne Sauerstoff auch schon ziemlich hohe Höhen, weil wir über das Wetter nicht rüberkamen. Und dann haben wir Sauerstoffmangel am eigenen Leib gemerkt, obwohl ich es in der Ausbildung gelernt habe, was passiert bei Sauerstoffmangel. Aber ich dachte, ach, 13.000 Fuß so hoch ist das doch nicht. Und dann im T-Shirt gewesen, ganz warm, und sind wir an der Quellwolke vorbei. Da war die Sonne kurz verdeckt und es war ein Schatten.
Wir haben bei minus 20 Grad und waren warm wegen der Sonne, Außentemperatur. Und dann merken wir, es wird ganz kalt, so geschlottert. Gucken uns an und während ich mich so drehe zu ihm, merke ich, wie das so leicht nachzieht. Und ich merke, Alter, ich bin dicht wie ein Eimer. Und dann sagt er und guckt mich an und redet auch und meinte, sag mal, ich bin auch total, ich fühle mich so dicht. Und ich auch, da ist es gut gewesen, dass wir Drogenerfahrungen hatten, dass wir wussten, wie sich das anfühlt. Und dann Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel, wir müssen sofort wieder runter. Wir runter, genau, dann war es auch sofort weg. Und bis heute machen wir darüber so Witze. Könntest du in so einem Linienflugzeug eigentlich, wenn jetzt der Pilot in Ohnmacht fällt, könntest du das große Ding auch landen? Ich bräuchte jemanden, der mir das erklärt. Ich habe im Simulator aber schon oft genug sowas gelandet. Es gibt ein paar Knöpfe, wo ich nicht sicher wäre. Da bräuchte ich jemanden, mit dem ich das besprechen kann. Aber ich würde mir zutrauen, das tatsächlich reell zu landen. Ich auch. Ich würde es mir auch zutrauen, weil ich habe es ja schon mal gemacht. Warum piepst das? Was soll das? Muss ich mit den Füßen irgendwas machen? Wie kann ich schießen? Wie kann ich schießen? Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein gutes Geräusch? Nee, das ist kein so gutes Geräusch. Okay. Jetzt kommt das Braune wieder näher. Das ist nicht gut, ne? Das kommt etwas zu schnell. So, weg von dem Braunen. Die Kurve ist zu steil. Die Steillage ist zu steil. Das wird immer steiler. Und die Nase ist zu weit unten. Aber du bist schon mal Loopings und so geflogen, wenn du Kunstflieger bist. Ich habe eine Kunstfluglizenz danach gemacht, aus Sicherheit. Ich wollte das lernen. Wollte wissen, welche Kräfte wirken auf das Flugzeug ein und was passiert quasi. Ich könnte mit ihm hier ein Looping machen, aber nur einmal. Eine Parabel haben wir mal gemacht. Das ist übrigens ein Manöver, was völlig unkritisch ist, aber auch das muss man fliegen können. Ist nicht schwer, aber wenn man seine Betriebsgrenzen muss man schon wissen, damit das schön spektakulär ist. Ja. Möchtest du Parabel fliegen? Kann man das machen oder ist das lebensgefährlich? Nein. Wollen wir eine kleine Parabel fliegen? Nur eine kleine. Okay, seid ihr soweit? Juhu! Okay, wir werden den kleinen Parabelflug machen, das heißt, es gibt kurz Schwerelosigkeit. Ich demonstriere das, indem ich meine Brille hier halte, oder? Ist das gut? Genau, wir werden jetzt erstmal Gas rausnehmen und sinken. Autopilot aus. So, dann werden wir langsamer. Oh Mann. Und jetzt releasen wir. Oh. Alter! Oh mein Gott! Oh. Das war's schon. Jetzt muss ich nicht mehr winkeln. Ja, jetzt ist Adrenalin. Adrenalin hat eingekriegt. Das war geil, oder? Das hat Spaß gemacht. Ach, das hat tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Ne? So, jetzt können wir mal, ich werde mal so ein kleines bisschen meinen Anflug vorbereiten. Jetzt wird es eher auch aufregen, weil es geht in die Wolken. Sehr gut. Aufregung ist genau das Richtige, wenn man sehr stark pinkeln muss. Alter! Man sieht Karlsruhe! Ich sehe gerade das Haus, in dem ich wohne. Jawohl. Kein Witz. Wie schön. It's a moment. Es ist wirklich ein Moment. Wir haben jetzt zwei Momente. Wir teilen. Schade, dass ich jetzt nicht meinen Penis in der Hand habe. Ja, das wäre noch besser. Ich hab die Dachfenster offen gelassen. Ah, jetzt sieht man die Landebahn tatsächlich. Stell dich darauf ein, dass wir applaudieren, wenn die Landung erfolgreich war. Schön. So, komm, Karlsruhe. Grandios! Das war eine sehr weiche, smoothe, coole Landung. Ja, wir haben auch Platz und Zeit, da kann man eine schöne weiche Landung machen. Und jetzt? Es wird gebremst. Leute? Dankeschön, vielen Dank, danke. Und jetzt sofort aufstehen und an die Handgepäckfächer. Delta Papa Alpha, Ground Zero, zu Taxi Golf, Techno Papa, to the pump. Techno Papa? Ich dachte, du bist der Rap Papa. Golf, Tango, Papa. Thank you. Ich hab's geschafft, Mudo. Jawohl.
Sehr gut. Das ist nicht daneben gegangen. Ich bin stolz auf dich. Soll ich dir das wieder ins Flugzeug tun? Bitte? Vielen Dank. Hey, und das ist das erste Mal, wir gehen jetzt zusammen, weil wir jetzt so sagt die Wahrheit gehen. Genau, der Tag fängt ja erst an. Ja. Crazy. Na gut, ihr bleibt hier, wir entlarven jetzt Lügner. Tschüss. Tschüss.